Kanada. Hügel, Täler, Wälder. Unberührt und scheinbar endlos erstrecken sich die immergrünen Koniferenwälder bis hin zu der gewaltigen Felsbarriere Nordamerikas, den Rocky Mountains. Fruchtbare Niederungen und als Kontrast unwirtlicher Fels. Dazwischen Übergangsstufen, Lebensräume, so unterschiedlich wie der Boden und das Wetter. Vielfältig auch die Tierarten, die hier leben. Kanada ist das Land der großen Elche, der schwarzen Bären, der Wölfe und Berglöwen. Schon oft wurden diese Tiere im Film gezeigt. Doch neben ihnen existieren in den Rocky Mountains auch viele kleine Tiere, ungefährlich für den einsamen Wanderer und unauffällig in ihrer Lebensweise. Ihnen, den Unauffälligen der Rocky Mountains, gilt unsere Expedition. Unten im Tal stolpern wir auf dem Waldboden über Pilze. Hier gedeihen sie in erstaunlicher Vielfalt und Fülle, wuchern förmlich in der unberührten Natur. Die Größe und die Qualität der Pilze begeistern uns. Ganz gegen unsere Gewohnheit haben wir heute Pilze vor der Kamera. Genauer gesagt einen Boletus, den schmackhaften Birkenpilz. Preiselbeeren und Birkenpilze, einer schöner als der andere. Uns knurrt der Magen. Einige unserer Filmstars wandern in die Pfanne, nachdem ihr makelloser Riesenwuchs für immer auf Film gebannt ist. Scheinbar sind wir in dieser üppigen Wildnis nicht die einzigen Interessenten für die Früchte des Waldes. Irgendjemand hat auf den sonnigen Zweigen Pilze ausgelegt, offensichtlich zum Trocknen. Die Trockenschwammerl finden wir überall, wie Weihnachtsbäume sind die Fichten geschmückt. Uns interessiert der Besitzer dieser Trockenpilzlager und es dauert nicht lange, bis wir den Feinschmecker überraschen. Das Rothörnchen ist Spezialist für knusprig getrocknete Pilze. Die Rothörnchen, nahe Verwandte der europäischen Eichhörnchen, sind zahlreich in den kanadischen Wäldern. Ihr Reich sind die Wipfel der unzähligen Kiefern, Tannen und Fichten. Man sieht dem Rothörnchen deutlich an, dass es die kurze Pilzsaison genießt. Es verlängert die Genießbarkeit seiner Leckerbissen, indem es die Pilze durch Trocknen konserviert und als Vorrat lagert. Selbst im Süden Kanadas dauert der harte Winter noch lang. Trotzdem halten hier die Rothörnchen keinen Winterschlaf, sie sorgen vor. Allerdings leben sie im Winter nicht von trockenen Pilzen. Die Rothörnchen ernähren sich hauptsächlich von den Samen der Koniferen, von Fichten und Kiefernzapfen. Und auch diese Zapfen werden von den Rothörnchen richtig behandelt. Damit sie lange ihre Nahrungsqualität behalten, kellert das Rothörnchen die Zapfen ein. Das unterirdische, von den Rothörnchen selbst gegrabene Labyrinth hat Platz für viele tausend Zapfen. Vorläufig lagern die Zapfen der Kiefer noch über der Erde, zu einem Berg aufgetürmt. Würden die Rothörnchen ihre Zapfen trocken lagern wie die Pilze, würden die Zapfen rasch austrocknen, sich öffnen und die nahrhaften Samen verlieren. Deshalb bringt das Rothörnchen die Zapfen rechtzeitig vom Sammelhaufen in den feuchten Keller. Den ganzen Sommer über sammelt das Rothörnchen für seinen eigenen Wintervorrat. Damit der Nachbar erkennt, wem dieses Lager gehört, lässt unser Rothörnchen ab und zu den Revierruf erschallen. Laut und besitzdemonstrierend verteidigt es seinen Vorrat. Die Zapfen der Nadelbäume sind die Hauptnahrung für die vielen Rothörnchen der kanadischen Wälder. Eigentlich sind es nur die winzigen Samenkörner, die im Zapfen verborgen sind. Das Rothörnchen beißt mit den scharfen Nagezähnen die holzigen Deckschuppen ab. Die darunterliegenden Samenplatten werden mit der Zunge in das Mäulchen befördert. Da die Samenausbeute im Verhältnis zur Größe des Zapfens nur sehr gering ist, wundert es nicht, dass ein Rothörnchen pro Tag bis zu 200 Zapfen knacken muss. Für die Rothörnchen wäre es das Einfachste, wenn sie den ganzen Tag über in einer Kiefer bleiben und Zapfen öffnen würden. Doch da sie Feinschmecker sind, wechseln sie häufig die Bäume, um nach einer, sagen wir, Kiefernzapfen-Vorspeise den Hauptgang in Form von Fichtensamen einzunehmen.
wieder der Revierruf. Rothörnchen haben feste Bezirke und die Bäume, die in ihrem Bezirk stehen, dürfen nicht von anderen Hörnchen abgeerntet werden. Auf der Suche nach Nahrung klettert das Rothörnchen geschickt in den Baumkronen. Sein buschiger Schwanz dient ihm hierbei als Balancierstange. Bei dieser Zapfenfülle hat unser Rothörnchen die Qual der Wahl. Der Zapfen wird abgebissen und auf einem Zweig bequem sitzend, beginnt das Hörnchen die holzigen Schuppen vom stumpfen Ende her abzunagen. Das possierliche Tierchen arbeitet präzise und schnell wie eine Maschine. Das Rothörnchen bearbeitet den Zapfen gründlich und flink, dass die deckenden Schuppen nur so fliegen, unter denen die eigentlichen Samen verborgen sind. Ab und zu holt sich das Hörnchen auch einen Gallapfel, eine Gewebewucherung des Baumes, hervorgerufen durch den Stich eines Insekts. Ob Gallapfel oder Zapfen, die holzigen, ungenießbaren Teile wirft es weg. Nachdem sich das Hörnchen satt gefuttert hat, sucht es nach weiteren Zapfen, die es im hohen Bogen vom Baum wirft. Es erntet für den Wintervorrat. Am Waldboden sucht das Hörnchen die heruntergeworfenen Zapfen. Mit seinem sehr gut entwickelten Geruchssinn findet das Tierchen schnell die Nahrung im hohen Gras. Mir scheint, das eifrige Hörnchen hat schon wieder Hunger, sonst würde es sicher nicht zur ebener Erde einen weiteren Zapfen öffnen. Die Westernlilie, eine der schönsten Blüten im Blumenmeer, der Waldränder und der offenen Gebüschflächen. Diese durch Waldbrand entstandenen Kahlflächen bieten vielen Pflanzen und Tieren einen neuen Lebensraum. Im Dickicht singt ein Weißkehlammerfink sein Lied, eine ungewöhnliche Folge klarer, melodischer Töne. Die Weißkehlammerfinken sind nicht gerade häufig hier am Fuß der Rocky Mountains, doch ihr unverwechselbarer Gesang ist ein Bestandteil dieser Landschaft und er wurde für uns das Lied von der Weite und Einsamkeit der kanadischen Wildnis. Die Tonleiter runter und die Tonleiter hoch. Wir trauen unseren Ohren kaum, der Reviernachbar singt die Strophe andersrum. Weißkehlammerfinken und auch viele andere Vögel variieren oft in ihren Gesangsmustern. Dadurch werden sie für ihre Artgenossen individuell unterscheidbar. Tiere vor der Kamera, so wie wir es uns wünschen. Der Weißkehlammerfink lässt sich ausgiebig filmen.
Eine versteckte Lebensweise führt der Chipmunk. Erst bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass der Chipmunk nur den Kern der Beeren frisst. Das rote Fruchtfleisch schleudert er mit einer blitzschnellen Bewegung zu Boden. Chipmunks gehören eigentlich in die Verwandtschaft der Erdhörnchen. Doch wenn es darum geht, einen Leckerbissen zu erhaschen, dann zeigen sie, wie gut sie klettern können. Mit seinem buschigen Schwanz gleicht der Chipmunk das Pendeln des Astes aus, wie mit einer eingebauten Balancierstange. In den Tälern der Rocky Mountains sind die Wälder düster. Mit üppiger Vegetation ist der Boden bedeckt. Die dicken Wolken, die der Westwind vom Pazifik herantreibt, regnen an den Gipfeln des Gebirges ab. Die hohen Niederschläge begünstigen das Wachstum. Gestürzte Baumriesen, von Moos und jungen Bäumen neu begrünt, und die stacheligen Oplopanax-Pflanzen mit ihren roten Beerentrauben bilden ein undurchdringliches Dickicht. Genauso undurchdringlich die Wand aus Himbeerranken. Wie rote Tupfen im feuchten Grün, Himbeeren, reif und saftig. Niemand erntet sie hier, das Nahrungsangebot ist überreich, die herrlichen Früchte fallen zu Boden. Die Wildbäche führen die vielen Niederschläge zu Tal. Tosend suchen sie sich ihren Weg. Die alten, umgestürzten Bäume bilden Brücken, Dämme und Staustufen, die das reißende Wasser bremsen und verhüten, dass es mit verheerender Gewalt die Ufer unterspült und die Humusschicht mitreißt. Und überall Beeren. In den regennassen Bergwäldern bescheren uns die Früchte des Waldes so manchen frischen Nachtisch. Seit einigen Tagen streifen wir durch die nebeligen Wälder auf der Suche nach dem wohl merkwürdigsten Tier der Rocky Mountains, dem nordamerikanischen Baumstachler. Von diesen Tieren wird erzählt, dass sie häufig an Geschmacksverirrung leiden, und prompt finden wir den Beweis. Das Hinweisschild bei Meile 8 aus dickem verleimtem Sperrholz. Ein Baumstachelschwein hat es zur Hälfte verspeist. Von den Baumstachlern ist bekannt, dass sie alles fressen, vom Telefonkabel bis zum Autoreifen. Und mancher Trapper weiß von seinen Stiefeln zu berichten, die er am Abend vor die Hütte stellte und am nächsten Morgen nur noch als Sandalen vorfand. Mit Sicherheit hat ein Stachelschwein bei Meile 8 gefrühstückt. Denn unter dem Schild finden wir einige seiner Stacheln. Es scheint, wir sind an dem richtigen Platz. Stachelschweine sind hier nicht selten, denn überall finden wir ihre Spuren. Große Rindenstücke fehlen an den Stämmen. Die Rinde von Nadelbäumen ist die Hauptnahrung der Baumstachler, die sich tagsüber in die höchsten Baumwipfel zurückziehen. Hoch oben versteckt zwischen Zweigen kann man sie kaum entdecken. Deshalb ist unsere Freude groß, als wir endlich eines der urtümlichen Tiere beim Klettern entdecken. Die Baumstachelschweine klettern viel. Ihr ganzes Leben lang erklimmen sie die Bäume, nur sehr geschickt wirken sie nicht bei ihrer Hangelei. Es sind friedfertige Tiere, ruhige Einzelgänger. Der Schlüssel für ihr defensives Verhalten sind die langen Stacheln. Diese spitzen Stacheln sind ein wirkungsvoller Schutz vor allen Feinden. Ihre Spitzen bohren sich in die Haut der Angreifer und die feinen Widerhaken lassen sie mit jeder Muskelbewegung tiefer in das Fleisch eindringen. Wer einmal mit den Stacheln in Berührung kam, der lässt fortan die Baumstachler in Frieden ihres Weges ziehen. Deshalb hat es das Stachelschwein gar nicht nötig, sich aktiv zu verteidigen oder sich durch schnelle Flucht zu retten. So hervorragend vor ihren tierischen Feinden geschützt, führen die Baumstachler ein beschauliches Leben in den Baumkronen der Koniferenwälder.
Das älteste unverbriefte Tierschutzgesetz des weißen Mannes in Nordamerika betraf sicher das Stachelschwein. Denn die alten Trapper und Goldsucher erklärten es zu Lost Man's Food, zur Nahrung für den verirrten Mann. Da die Tiere vor dem Menschen nicht weglaufen, ist es für jeden Verhungernden ein leichtes, das Porcupine, das Stachelschwein, mit einem Knüppel zu erschlagen. Und so verdanken es die Stachelschweine einem ungeschriebenen Gesetz der Wildnis, dass sie von dem großen Morden verschont blieben, das bei der Erschließung des neuen Kontinents so viele Tierarten aussterben ließ. Leider hebt heute die Zivilisation die alten Gesetze der Wildnis auf. Als Forstschädling verschrien, werden die Tiere von ökonomisch denkenden Waldbesitzern bejagt. Unter unserem Filmhochsitz watschelt gemütlich ein zweites Stachelschwein durch den Wald. Der englische Name Porcupine ist sicher an das Französische angelehnt und bedeutet so viel wie Schwein der Fichten. Doch mit den Schweinen ist unser Wanderer in keiner Weise verwandt. Ganz gemächlich und etwas unbeholfen klettert unser Baumstachler von seinem Ruheplatz. Es ist ein junges Tier, geboren im vergangenen Frühjahr. Mit dem stachelbewehrten Schwanz ertastet es die Lage der Äste, denn beim Abwärtsklettern dreht sich das Tier nicht um. Immer muss es sich den Weg erfühlen. Wie schon angedeutet, die Baumstachler sind extreme Einzelgänger. Sie gehen sich fast immer aus dem Weg. Darum verfolgen wir mit Spannung, was sich hier anbahnt. Das zweite Stachelschwein, ein erwachsenes Tier, erklettert denselben Baum. Ob dieses Tier der Vater oder die Mutter des jungen Baumstachlers ist, können wir nicht sagen. Zumindest scheinen sie sich zu vertragen. Sie beißen sich nicht, doch sie haben sich viel zu erzählen. Die zwei Baumstachler beschnüffeln sich ausgiebig und nachdem sie sich auch durch quiekende Laute, zwar nicht ihre Zuneigung, so doch ihre Toleranz kundgetan haben, trennen sich ihre Wege. Das alte Stachelschwein ist sicher nicht auf der Nahrungssuche. Die nachtaktiven Tiere suchen sich jetzt in den frühen Morgenstunden einen geeigneten Schlafplatz. Am Schwanz der Baumstachler wachsen die meisten Stacheln. Sie sitzen locker und lösen sich sofort bei Feindberührung. Darüber hinaus können die Tiere mit ihrem Schwanz auch zuschlagen. Sehr gefährlich für jeden Angreifer, der sich unseren beiden schlafenden Stachelschweinen von hinten nähern will. Bergmohn in voller Blüte. Wir lassen die Wälder der Rocky Mountains unter uns, um höhere Lagen aufzusuchen. Wir wollen den Lebensraum oberhalb der Waldgrenze erkunden. Die staubige Schotterstraße endet in Kedomine, dem letzten Fleck Zivilisation, Vorstadt zur Wildnis. Die großen Tage des Städtchens in der Wildnis sind längst vorbei. Seit die Bodenschätze abgebaut, die Kohleförderung nicht mehr rentabel ist, ist es versunken in tiefen Schlaf. Nur die Blockhäuser mit den vernagelten Fenstern erzählen vom Glanz vergangener Tage, in denen es hier Saloons und Banken, Büros und Hotels gegeben haben soll und mit ihnen ein buntes Leben auf den verschlammten Straßen. Ein wenig Leben ist dem Ort dennoch geblieben. Einige der Häuschen sind noch bewohnt, von Holzfällern, Trappern und Individualisten, die das raue Leben lieben, den langen eisigen Winter und auch den Sommer, trotz seiner nebligen, verregneten Tage. Schon in jenen Tagen, als dank Kohlemine und Saloons die Dollar im Kreis flossen, waren sich die Bewohner einig. Sie erklärten den Ort zu dem Gottverlassensten. Aus dieser Zeit stammt die Geschichte von dem jungen Potter, der bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Mining Company bezahlte den Sarg und dennoch sammelte die Bevölkerung Geld. Sie kauften ein Ticket bei der Kohlebahn, die den Leichnam in eine bessere Gegend bringen sollte. Denn hier, in dieser gottverlassenen Gegend, wollte niemand begraben sein. Und doch finden wir heute noch einige Gräber, Ruhestätte von Pionieren, Glücksrittern und Abenteurern, von deren Traum von Glück und Reichtum nicht mehr geblieben ist
als ein Name auf verwittertem Holz. Die Eisenbahntrasse war für die Minenarbeiter Sinnbild für einen Ausweg aus dieser Gegend und ihrem harten Leben. Für uns ist der Schienenstrang wie ein Tor zu einer Region voll karger Schönheit, Urwüchsigkeit und interessantem Tierleben. Auf unserem Weg in die Berge treffen wir auf Schneeziegen. Die ersten Siedler gaben den Tieren den Namen Mountain Goat, Bergziege. Die weißen Hochgebirgstiere sind nah verwandt mit den Gämsen der europäischen Alpen. Schneeziegen sind bekannt für ihre Scheu und ihr zurückgezogenes Leben in den steilen Felswänden der Hochgebirge. Wir sind erstaunt, die Geiß mit ihrem Kitz hier am Fluss anzutreffen, in dieser tiefen Lage. Die jungen Schneeziegen werden lange von der Mutter gesäugt und 1,5 Jahre lang beschützt und geführt. Darum bringen die Schneeziegengeißen nur jedes zweite Jahr im Mai 1 bis 2 Junge zur Welt. Das Kitz musste bereits im Alter von wenigen Tagen seiner Mutter im steilen Gelände folgen. Und jetzt, mit 3 Monaten, bewegt es sich schon gewandt und sicher in dem rutschigen Abhang. Die Schneeziegengeiß ist mit ihrem Kitz in das Flusstal gezogen, um hier in den Mergelablagerungen Mineralien aufzunehmen. An diesem Abhang ist der Boden an einigen Stellen stark salzig. Die salzhaltige Erde wird von den Schneeziegen besonders gerne gefressen. Sie enthält wichtige Spurenelemente. Für die Tiere ist es nicht nur eine Delikatesse. Wir sind in der Region der Krüppelfichten. Die Waldgrenze liegt unter uns. Noch ein paar Höhenmeter und wir erreichen die Mattenregion, ein Gebiet geprägt von dem harten Klima, das hier auf 2000 Metern den Bewuchs nur dicht am Boden gedeihen lässt. Für einige Zeit wollen wir die Tiere dieses Lebensraumes beobachten. Wenn die Goldmantelhörnchen in der ersten Morgensonne ihren schützenden Bau verlassen wollen, beobachten sie die Umgebung erst ausgiebig, bevor sie die Nase zu weit herausstrecken. Die Goldmantelhörnchen sind gesellige Tiere, die Wohnröhren der einzelnen Familien liegen nicht weit auseinander. Auch sind diese Hörnchen Spätaufsteher. Erst wenn die Morgensonne die kalte Nachtluft erwärmt hat, verlassen sie ihre Schlafnester. Und jeden Morgen prüfen sie, Männchen machend, ob die Luft rein ist. Mit schrillen Rufen verkündet die Hörnchenmutter ihre Erregung über das Wetter, die Nachbarn oder sonst irgendetwas. Goldmantelhörnchen finden schnell einen Grund für ein anhaltendes Schimpfkonzert. Die lockeren Grenzen der kleinen Reviere rund um die Wohnröhren werden häufig von den Nachbarn zu wenig respektiert. Die Goldmantelhörnchen jagen sich und was wie Spielerei aussieht, ist in Wirklichkeit ein verbissener Streit. Mit Demutsgesten und schließlich durch Flucht gibt ein Tier zu verstehen, dass ihm an der Zankerei nicht länger gelegen ist. Die Morgensonne scheint warm und die Goldmantelhörnchen widmen sich auf einem Stein dem gemeinsamen Sonnenbad.
Nicht nur am Morgen nach dem Aufstehen pflegen die Hörnchen ihr Fell. Den ganzen Tag über nehmen sie sich dann und wann die Zeit zum gründlichen Putzen. Die meiste Zeit des Tages verbringen die Goldmantelhörnchen natürlich mit Fressen. Sicher sind sie Feinschmecker, denn wir beobachten, wie sie sehr wählerisch hier ein Blättchen, dort einen Stängel, geschickt mit den Händen ergreifen und mit schnellen Kaubewegungen in sich hineinstopfen. Die Hörnchen weiden nicht einfach das Grünzeug vor ihrer Höhle ab. Meist legen sie recht weite Strecken zurück, immer auf der Suche nach den würzigsten Kräutern. Diese Erdhörnchen sind sehr niedliche Tiere und wahrscheinlich haben sie Modell gestanden bei Walt Disney, als er die Zeichentrickfiguren A-Hörnchen und B-Hörnchen schuf. So wie A- und B-Hörnchen sind auch unsere Filmstars Backenhörnchen. Dieser Name deutet darauf hin, dass die Tierchen in der Lage sind, in ihren dehnbaren Backentaschen Futter zu hamstern, es in die Erdwohnung zu transportieren und dort für schlechte Zeiten einzulagern. Diese Vorräte legen die Goldmantelhörnchen jedoch nicht für den Winter an. Denn die lange Zeit mit Schnee und Eis verschlafen sie in ihren frostsicheren Erdbauten. Sicher aber fressen sie von ihren Vorräten an kalten Regentagen oder im Frühjahr nach dem Aufwachen, wenn die Vegetation auf den Bergmatten noch grau und spärlich ist. Die Goldmantelbackenhörnchen sind tatsächlich Feinschmecker. Sie schwärmen für Blütenpflanzen, die sie mit den kleinen Pfoten greifen und dem Mäulchen zuführen. Die Hörnchen sind wahrscheinlich besonders versessen auf den zuckersüßen Nektar, der in den Blüten enthalten ist, aber auch die heranreifenden Samen der Pflanzen scheinen ihnen gut zu schmecken. Die Familie der Hörnchen ist mit rund 380 Arten über die Kontinente Nord- und Südamerika, Europa und Asien verbreitet. In dieser großen Familie rechnet man die Goldmantelhörnchen zu den Zieseln, also zu den Erdhörnchen. Anders als den Eichhörnchen liegt den bodenbewohnenden Goldmantelhörnchen das Klettern in den Bäumen nicht so sehr, dafür aber umso mehr das Graben. Die Goldmantelhörnchen wühlen sich ihre Wohnungen in die Erde und wenn es um Leckerbissen geht, dann graben sie flink und sicher nach den schmackhaften Wurzeln. Solche Knollen und Wurzeln müssen den Goldmantelhörnchen besonders gut schmecken und sie müssen in ihrer Ernährung eine wichtige Rolle spielen. Sonst würden sie sicher nicht die harte Arbeit des Grabens auf sich nehmen, solange noch mühelos erreichbares Futter in Form von Blüten und Knospen in Hülle und Fülle vorhanden ist. Im Spätsommer und Herbst setzen die Goldmantelhörnchen zum Endspurt an, was das Fressen anbelangt. Denn jetzt müssen sie sich ihren Winterspeck anfuttern für den Winterschlaf. Ihre Fettpolster müssen bis zur Schneeschmelze im nächsten Frühjahr reichen. Gut 7 Monate während der kalten Jahreszeit wird unser Hörnchen sich von seinem Fettvorrat ernähren. Die putzigen Goldmantelhörnchen sind in den entlegenen Gegenden der Rocky Mountains noch relativ häufig anzutreffen. Trotz der Unsitte einiger Amerikaner und Kanadier, auf die flinken Tiere zu schießen. Als gutes Training, wie es eine Jagdzeitschrift empfiehlt. Ende August verlassen wir fluchtartig die Hochlagen. Die ersten heftigen Schneeschauer zwingen uns, zumindest den Wagen, in tiefere Lagen zu bringen, denn die steilen Bergstraßen werden im Winter nicht geräumt. Wen hier der Winter überrascht, der muss warten
auf die nächste Schneeschmelze im Frühjahr. In den Tälern hat der Herbst begonnen, es ist Indianersommer, vielleicht die schönste Jahreszeit in Kanadas Wildnis. Die Tage sind sonnig und warm, doch in den Nächten bildet sich Raureif. Die Nachtfröste färben die Bäume, Büsche und Gräser, die letzten Herbstblumen schaukeln im Wind. Das beständige Wetter des Indianersommers lockt uns nochmals in die Berge, allerdings zu Fuß und nur mit kleiner Ausrüstung. Denn wir wissen nicht, wie lange sich der Herbst in den Hochlagen halten wird. Diese Jahreszeit hat viele Vorteile. Für Wanderungen ist sie geradezu ideal. Denn die lähmende Hitze des Sommers ist gebrochen. Und mit ihr sind die lästigen Mücken, Schwarzfliegen und Bremsen verschwunden, die manchmal während des Sommers den Aufenthalt im Freien zur Qual werden lassen. Die Zeit der schweren Gewitter ist ebenfalls vorbei. Das freut uns besonders, denn noch vor einem Monat wurden wir von den Gewitterregen täglich dreimal gründlich durchweicht. Wir steigen bergan, vorbei an den Fichten, Tannen und Kiefern, deren schmaler Wuchs für Kanadas Wälder so typisch ist. Wir treffen die Kletterkünstler wieder, die Schneeziegen. Die Sicherheit, mit der sich das Rudel in der Felswand bewegt, ist verblüffend. Für ihre extremen Klettereien sind die Schneeziegen speziell ausgerüstet. Ihre Hufe sind an den Außenrändern scharfkantig und in der Mitte, zwischen den wie Steigeisen wirkenden Kanten, befindet sich ein Hornpolster. Es wirkt wie ein Bremsbelag auf glattem Fels. Nur die unerfahrenen Jungtiere legen ab und zu einen übermütigen Sport ein. Die erwachsenen Schneeziegen springen nicht behende in den Felsen umher, sie gehen langsam, fast würdig und bedächtig wie erfahrene Bergsteiger. Die Schneeziegenrudel streifen nicht weit in den Bergen umher. Sie halten sich oft monatelang an demselben Berghang auf. Selbst im Winter bleiben sie in den Hochlagen der Rockies, wenn alle anderen Tiere vor Schnee und Eis fliehen. Hoch oben in den Geröllhalden lebt das wohl unscheinbarste Tier der Rocky Mountains. Seine Anwesenheit beweisen die Heuhaufen unter den Steinen. Hier haben Pikas Gras gesammelt für den Winter. Was hier im halsbrecherischen Tempo über die Felsbrocken flitzt, ist einer der kleinen grauen Heuhaufenbesitzer, ein Pika, ein Pfeifhase. Ihr kurzer, kläglicher Revierruf gab den Tieren den Namen Pfeifhase. Und tatsächlich sind diese grauen Felsbewohner mit den Hasen verwandt. Hätte das Pika in diesem Moment nicht gerade das Bedürfnis, sein dichtes Fell zu putzen und von der Rennerei zu verschnaufen, wir hätten kaum eine Gelegenheit, das Tier für länger als 2 Sekunden auf dem gleichen Fleck sitzen zu sehen. Und ab geht's, im Pika-Tempo, mal über, mal unter den Steinen. Das Auge hat kaum Gelegenheit, den kleinen Kerl zu erfassen. Durch seine Schnelligkeit in Verbindung mit der grauen Färbung ist das Pfeifhäschen vortrefflich getarnt. Jetzt im Herbst drängt bei den Pikas die Zeit. Sie müssen Vorräte für den Winter sammeln. Anscheinend wissen die Tiere ganz genau, welche der vielen Bergkräuter sich am besten als Trockenvorrat eignen. Gekonnt hält das Pika das Grünzeug im Mäulchen. Mit kurzen Sprüngen und trippelnden Schritten flitzt das Tierchen zurück zu seinem Speicher. Wie es die Pfeifhasen schaffen, bei dieser schnellen Fortbewegung in dem verblockten Gelände trotz ihrer winzigen Füßchen nicht zu stolpern, wird uns immer ein Rätsel bleiben. Das frische Grün wird einfach auf den Haufen geworfen und zur Belohnung holt sich der Pfeifhase ein trockenes Blatt aus dem Vorrat. Der Ruf gilt dem Nachbarn, dem unser Pfeifhäschen zu verstehen gibt, dass dieses Vorratslager ihm allein gehört.
Dass die winzigen Pfeifhasen in über 2000 Metern Höhe den langen Winter überleben, ist erstaunlich. Denn alle anderen Tiere, bis auf die Schneeziegen, flüchten vor dem Winter in tiefere Lagen oder verschlafen die 7 Monate mit Schnee und Eis. Wahrscheinlich leiden die Pfeifhasen im Winter in keiner Weise Not. Sie sitzen geschützt vor kaltem Wind und eisigem Frost unter einer meterdicken, isolierenden Schneedecke, mitten in ihrem Vorratshaufen, fressen und ruhen sich aus von der unermüdlichen Sammelarbeit des Sommers. Auf den Nordhängen ist der erste Schnee schon teilweise liegen geblieben. Das Pfeifhäschen kommt hierher, um die saftigen Kräuter zu fressen, die an den anderen Stellen von der heißen Sommersonne der vergangenen Monate ausgetrocknet wurden. Und Trockenfutter hat der Pfeifhase in der nächsten Zeit wohl zur Genüge. Vor seinem Erdbau sitzt ein Murmeltier. Es genießt die wärmenden Strahlen der Herbstsonne. Man sieht ihm deutlich an, dass es seinen Wintervorrat schon eingelagert hat, in Form von Fettpolstern unter der Haut. Die Murmeltiere besiedeln in den Rocky Mountains den gleichen Lebensraum wie die Pfeifhasen, doch haben sie eine ganz andere Mentalität. Sie sind sehr ruhig und führen ein gemütliches Leben während der kurzen Sommermonate, und jetzt im Spätherbst sind sie bereits wieder schläfrig. Das nordamerikanische eisgraue Murmeltier ist im Herbst, kurz vor Beginn des Winterschlafes, unheimlich fett. Wie eine Walze läuft es über den Hang, auf der Suche nach den nahrhaften Gräsern und Pflänzchen, anscheinend nach dem Motto, je dicker die Schwarte, desto erquicklicher der Schlaf. Die Jungtiere sind noch normal proportioniert, doch werden sie trotzdem die lange Ruhezeit überstehen. Sicher würde zu diesen Tieren auch ein anderer Name wie nimmersattes Murmeltier gut passen, doch seinen richtigen Namen finde ich sehr treffend. Eisgraues Murmeltier. Das ist die passende Bezeichnung für eine gemütliche, liebenswerte Kreatur, die den extremen Lebensbedingungen der kargen, hochgelegenen Bergmatten dicht unterhalb der Gipfel und Gletscher so ausgezeichnet angepasst ist. Wie leer wären die kurzrasigen Gebirgswiesen ohne die rundlichen, schläfrigen, eisgrauen Murmeltiere. Ein Murmeltier in Eile, ein seltener Anblick. Eisgraue Murmeltiere leben sehr gesellig. Ihre Erdgänge sind weiträumig und stehen mit den Höhlen der Nachbarfamilien in Verbindung. Wie alle in Gruppen lebenden Tiere kennen auch die eisgrauen Murmel das Ritual der ausgiebigen Begrüßung. Es stärkt die soziale Bindung und verhindert Aggression und Rivalität. Und scheinbar hat sich unser Murmeltier nur beeilt, um neben seinem Kumpel in der Sonne zu dösen. Ähnlich den Pfeifhasen sieht man auch die Murmeltiere im Herbst beim Sammeln von Pflanzen. Bei den eisgrauen Murmeltieren dient das Grünzeug jedoch nicht als Wintervorrat, es ist zur Auspolsterung gedacht. In ihren Höhlen schlafen die Tiere oft gemeinsam auf einer dicken Matratze. Da die eisgrauen Murmeltiere gut 7 Monate des Jahres verschlafen, legen sie Wert darauf, nicht gestört zu werden durch die Kälte des Bodens oder durch einen spitzen Stein. Wie überall in den großen Gebirgen dieser Welt ist auch in den Rocky Mountains das Wetter unberechenbar. Eben noch hat die Herbstsonne das eisgraue Murmeltier vor seinen Bau gelockt. Kurze Zeit später
weht ein kalter Wind Eiskörner in sein Fell. Die haarigen Fruchtstände der Berganemonen, die eben noch silbrig in der Sonne glänzten, beugen sich unter dem Schnee des beginnenden Winters. Für die eisgrauen Murmeltiere wird es höchste Zeit, sich zu verabschieden von der Sonne, dem Wind, den Bergen und von den vielen anderen unauffälligen Tieren der Rocky Mountains.